Hallöchen und herzlich willkommen zum heutigen Miss Greenery Kaffee. Ich muss gerade mal gucken, ob ich hier auch meinen Ton eingestöpselt habe. Ja, ist drin. Nicht, dass ihr mich nachher gar nicht hört. Also ich musste mich jetzt hier bei YouTube auch erst so ein bisschen eingrooven. Und mein Ziel war es eigentlich immer, dass ich den Mrs. Greenery Kaffee am Montagabend veröffentliche, so für einen schönen Start in die neue Woche. Aber ich schaffe das nicht. Also der Greenery Kaffee geht jetzt immer am Dienstag online. Und ja, es gibt eigentlich zwei fixe Termine am Dienstag. Abend und am Sonntag natürlich ein tolles Naturdeko-Do-It-Yourself-Video für euch. Und wenn ich es schaffe, was aber mein Ziel ist, dann möchte ich noch mal ein drittes Video veröffentlichen. Und das würde dann immer am Freitagnachmittag, Freitagabend online gehen. Also auf diese Termine könnt ihr euch einstellen: Dienstag, Freitag und Sonntag. Ich bin wieder froh, dass ich ab jetzt wieder zu gewohnten Zeiten bei euch bin und mit euch gemeinsam kreativ sein kann, euch mit tollen Naturdeko-Ideen zu inspirieren. Und der heutige Mrs. Greenery Kaffee hat es wirklich wieder in sich. Ich habe euch wieder so schöne Themen und Ideen mitgebracht. Ich werde sie gleich mal kurz zusammenfassen, damit ihr wisst, was heute auf euch zukommt. Und ihr könnt dann vielleicht schon mal eine ganze Kaffeekanne durchlaufen lassen. Ich glaube, ein Kaffee reicht wahrscheinlich nicht. Aber mal gucken, vielleicht wird es ja doch nicht so lang. Aber ich freue mich immer sehr, wenn wir hier gemeinsam Kaffee trinken können und ich euch ein bisschen mit meinen kreativen Ideen und tollen Naturprodukten begeistern kann. Ich würde sagen, wir legen los. Ich habe hier rechts meinen Themenzettel liegen und ich gucke jetzt einfach immer wieder mal kurz rüber, da ich jetzt auch nicht alles so im Kopf habe. Also zum einen mal, ich habe ganz tolles, frisches und teilweise auch neues Material in den Shop bekommen, das eben auch nicht so ganz das ganze Jahr über verfügbar ist, aber momentan Saison hat. Das möchte ich euch heute mal vorstellen. Dann habe ich tolle Fertigkränze ins Sortiment bekommen. Ihr könnt bei mir ja nicht nur Naturmaterialien für eure eigenen Kränze kaufen, ihr könnt auch tolle Fertigkränze kaufen. Das ist perfekt für alle, die... ich würde sagen, das erzähle ich euch nachher bei den Kränzen, gell? Ich wollte euch jetzt ja nur erst mal kurz die Themen verraten. Als nächstes habe ich euch noch zwei Ideen für Weidekätzchen mitgebracht, zwei Deko-Ideen. Dann wollte ich heute noch mal ein paar Worte zum Osterkranz Deluxe verlieren. Viele von euch haben sich ja das Kreativset bestellt und ich wollte euch noch mal auf eine Kleinigkeit hinweisen, die meiner Meinung nach aber ganz, ganz wichtig ist. Und außerdem, was habe ich denn noch auf meiner Liste? Ich glaube, das war's schon. Ja, in diesem Fall würde ich sagen, beginnen wir. Und ich würde einfach mal mit den tollen, frischen Greenery-Produkten beginnen, weil sie jetzt schon hier so vor mir liegen. Schaut mal, ich habe frische Artischocken ins Sortiment bekommen. Da werde ich euch auf jeden Fall auch noch tolle Deko-Ideen zeigen, was ihr mit diesen frischen Artischockenblüten Tolles machen könnt. Und was auch richtig, richtig nachhaltig ist. Ich weiß ja nicht, ob ich es euch schon mal gesagt habe, aber alle frischen Produkte, die ich im Sortiment habe, die trocknen auch wunderschön ein. Also ich achte darauf. Ich verkaufe eigentlich nichts Vergängliches. Alles an Frischware, die ihr bei mir im Greenery Shop bekommt, die trocknet euch auch richtig, richtig gut ein. Bei manchen Artikeln muss man vielleicht ein bisschen was beachten, wie zum Beispiel hier bei den Artischocken. Aber ich habe mir überlegt, ich glaube, ich mache da vielleicht noch mal ein extra Video zum Thema Artischocken. Also, ihr könnt die natürlich erstmal frisch dekorieren, auch in die Vase stellen. Und wenn ihr sie dann irgendwann trocknen wollt, das könnt ihr auch erst nach ein paar Wochen entscheiden, dann umgekehrt herum aufhängen an einen warmen, trockenen Platz. Und dann trocknen die euch durch. Aber das geht natürlich ein Weilchen. Sprich,
Die trocknen euch nicht innerhalb von einer Woche ein. Ich würde mal so sagen, so 3 bis 4 Wochen brauchen die schon, bis sie wirklich durchgetrocknet sind. Aber danach habt ihr dann einfach getrocknete Artischockenblüten, die euch richtig, richtig lang eine Freude bereiten. Ansonsten, ich verkaufe die auch getrocknet im Greenery Shop. Also Artischocken, auch eine tolle Sommerdeko. Also ich bekomme die jetzt eigentlich fast bis zum Spätsommer immer wieder mal frisch rein. Dann, was ich jetzt auch noch mal in großen Mengen ins Sortiment bekommen habe, frischen Buchs. Ich finde, den braucht man jetzt vor Ostern. Man kann damit so tolle Grenze finden. Und es ist natürlich auch ein Oster-Greenery, gell? Ich finde, das muss man einfach haben. Und ich werde euch damit auch noch einen tollen Do-It-Yourself-Kranz zeigen. Der geht auf jeden Fall auch noch vor Ostern online. Und Weidekätzchen liebe ich momentan so, einfach weil sie sich so vielseitig einsetzen lassen. Ihr könnt sie schön in die Vase dekorieren mit ein bisschen Grün und dann könnt ihr hier eure Ostereier aufhängen. Oder ihr könnt natürlich aus den Weidekätzchen auch einen Weidekätzchenkranz machen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr auch demnächst. Außerdem habe ich die Weidekätzchen ja auch im Osterkranz Deluxe mit drin. Also ihr könnt die einfach auch in kurze Stücke schneiden und partiell in eure Deko einfügen. Da habt ihr wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten und sie halten euch auch ewig. Sie trocknen wirklich richtig, richtig schön ein. Und ja, also das ist auch wieder ein Greenery, das schön eintrocknet und wirklich immer gut aussieht und das ihr auch jedes Jahr aufs Neue verwenden könnt. Und was jetzt auch wieder ständig im Sortiment ist, das ist der rosa Strandflieder. Der eignet sich perfekt für Grenze aller Art. Ich liebe den wirklich sehr. Die Bunde sind riesig, also ihr habt da wirklich richtig, richtig viel Material, wenn ihr das bei mir bestellt. Und der trocknet euch auch wunderschön ein. Was man sonst noch damit machen kann, erfahrt ihr auch demnächst. Also das war jetzt mal so das neue Greenery-Material, das ich diese Woche für euch ins Sortiment bekommen habe, ganz, ganz frisch. Wenn ihr jetzt aber sagt, ihr braucht das vielleicht erst später, ich habe das jetzt auf jeden Fall ständig im Sortiment. Buchs weiß ich jetzt nicht genau, wie lange. Strandflieder ist immer vorrätig und Artischocken, ja, die kommen immer wieder mal und sind dann auch mal wieder eine Zeit lang nicht lieferbar. Das wird so ein bisschen variieren. Also schaut dann einfach immer wieder mal rein oder fragt einfach direkt bei mir an. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier ein bisschen Platz. Und was machen wir denn als nächstes? Ich hätte gesagt, ich zeige euch die Fertiggrenze. Genau, die sind nämlich richtig, richtig toll. Und tausche das hier einfach mal aus. Die Artischocken dürfen hier aufs antike Holztablett. Und die Fertiggrenze kommen zu mir. Also, zum Thema Fertiggrenze. Man hat ja nicht immer Zeit und Lust, den Kranz zu binden. Viele von euch sind vielleicht gar nicht so kreativ, gestalten aber gerne oder dekorieren gerne und hätten auch einfach gerne einen schönen Kranz. Deshalb habe ich auch viele Fertigkränze bei mir im Sortiment. Und frische Fertigkränze gibt es leider nicht allzu oft, denn ihr müsst immer bedenken, so Kränze lassen sich noch nicht irgendwie maschinell produzieren. Es ist wirklich alles Handarbeit. Und deshalb sind die Mengen auch recht begrenzt. Und was ich letzte Woche ins Sortiment bekommen habe, ist einmal dieser tolle große Thymiankranz. Ich kann euch gar nicht sagen, wie herrlich der duftet. Wäre perfekt für die Küche, aber natürlich auch im Wohnraum macht er eine richtig, richtig tolle Figur. Er ist mittlerweile, ich muss gerade gucken, er ist noch frisch. Er wird euch aber auch genau so eintrocknen, wie ihr ihn jetzt seht. Also ihr könnt ihn dann auch immer wieder neu dekorieren. Und was ich auch noch ganz, ganz Tolles, Besonderes reinbekommen habe, das ist dieser Oliven-Thymian-Kranz. Der hat ein absolut tolles Volumen. Schaut mal, ich zeige ihn euch mal. Ich habe natürlich einen auch selber behalten, einfach weil er so wunderschön ist. Und der ist schon ein bisschen angetrocknet. Ich würde sogar sagen, der ist schon komplett durchgetrocknet. Er sieht aber wirklich immer noch fast genau gleich aus, wie als er noch frisch war. Die Olivenblätter haben sich jetzt ein bisschen gekräuselt, aber ansonsten ist er einfach immer noch eine Schönheit.
und lässt sich wirklich auch zu jeder Jahreszeit perfekt dekorieren. Jetzt an Ostern natürlich mit Eiern und im Sommer vielleicht mit einer Kerze in einem kleinen Gläschen in der Mitte. Im Herbst gucken wir mal und im Winter natürlich mit tollen Kugeln. Also mit den Fertigkränzen habt ihr wirklich auch zu jeder Jahreszeit Dekomöglichkeiten, die ich euch hier natürlich auch zeige. Und ihr könnt sie wirklich immer wieder einsetzen. Und ihr seht schon, der Mrs. Greenery, ich sag mal Nachhaltigkeitsgedanke, ist einfach auch, dass ihr mit meinen Produkten immer auch einen Mehrwert bekommt. Also egal, ob sie frisch sind, dann wisst ihr, sie trocknen euch toll ein. Oder wenn ihr sie irgendwie fertig kauft, ihr könnt sie immer wieder neu einsetzen. Und falls euch die Ideen fehlen, dann guckt in meine Videos. Ich zeige euch zu fast jeder Jahreszeit immer wieder eine schöne Deko-Idee. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie ich es hier mit Platz mache. Ich würde sagen, ich lege den einfach mal hier so auf die Artischocken, so hin. Krümelt natürlich ein bisschen, aber der ist so üppig gebunden, das fällt nicht auf, wenn ein bisschen was abkrümelt. Ich wollte euch heute noch was zum Osterkranz Deluxe erzählen. Und zwar, zum einen mal, ihr habt ja verschiedene Dekomöglichkeiten. Ihr könnt ihn auch ganz, ganz toll auf dem antiken Holztablett dekorieren. Wie das funktioniert, verlinke ich euch hier oben. Also für alle, die sagen, ach, ich hätte ihn gerne mal ein bisschen anders, vielleicht sogar als Tischdeko dekoriert, ist diese Idee wirklich perfekt. Und ich wollte noch mal hinweisen, ich gehe mal davon aus, wenn ihr den Osterkranz Deluxe selber fertigt, dann macht ihr es wahrscheinlich nach meinem Do-It-Yourself-Video, das ich euch auch noch mal gern hier verlinke. Ihr müsst da wirklich beim Material in die Fohlen gehen. Also, ihr seht schon, mein Kranz ist wirklich üppig bestückt. Man sieht vom Mooskranz wirklich nur noch hier im Innenbereich ein bisschen was und vielleicht am äußeren Rand. Aber ansonsten habe ich den wirklich vollgepackt mit allen Materialien aus dem Kreativset. Und ich bin bei den Kreativsets immer recht großzügig. Also ihr bekommt definitiv mehr Material geliefert, als ihr eigentlich benötigt. Denn ich möchte, dass es euch nicht ausgeht und dass es wirklich reicht. Und ihr müsst aber darauf achten, dass ihr den wirklich auch so üppig bestückt, dass man das Moos nicht mehr sieht. Das finde ich, ist bei diesem Osterkranz Deluxe, deshalb ja auch Deluxe, richtig, richtig wichtig. Denn ansonsten hat er wirklich nicht diese Optik, die er haben sollte. Das wollte ich euch nur noch mal sagen, dass ihr da vielleicht drauf achtet, wenn ihr den fertigt. Und dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und wenn ihr mögt, dann kann ich euch ja auch noch mal ganz, ganz kurz die Deko-Idee in der Schale zeigen. Für alle, die sich, die vielleicht das Video noch nicht gesehen haben, das soll es ja geben. Schaut mal, ich habe aus diesem Osterkranz Deluxe dieses tolle Arrangement gemacht. Und das ist wirklich super einfach. Also verlinkt habe ich es euch ja schon. Schaut einfach mal rein, wenn es euch interessiert. Und ich finde, das ist auch so ein Tipp und eine Deko-Idee für andere Kränze. Also ihr könnt das auch bei anderen, ihr könnt auch andere Kränze mal auf eine andere Art und Weise dekorieren, als sie einfach an die Haustür zu hängen oder in den Garten zu hängen oder an die Wand. Es gibt auch wirklich noch andere Deko-Möglichkeiten. Und eine davon, jetzt gerade zu Ostern, ist diese hier. Jetzt gucke ich noch mal kurz auf meine Liste und hoffe, euer Kaffee hat gereicht für den heutigen Mrs. Greenery Kaffee. Ja, doch, sieht gut aus. Alles, was ich mir heute vorgenommen habe, habe ich euch erzählt. Ich hoffe, ich konnte euch wieder etwas unterhalten bei eurem Kaffee. Schön, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Freut mich riesig. Und ja, mit den Artischocken, habe ich es vorher schon gesagt, habe ich natürlich auch einiges vor. Man kann so, so schöne Dinge daraus machen. Also ich freue mich auf jeden Fall gemeinsam mit euch und den tollen Naturprodukten kreativ zu sein, euch zu inspirieren und euch ja, einfach mal was anderes zu zeigen, meinen Greenery Style. Ich hoffe, dass ich euch damit eine Freude bereiten kann. Und jetzt bleibt es eigentlich wie immer zu, jetzt bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bleibt kreativ, seid kreativ, eure Mrs. Greenery.
Tschüss.